Ich bin nicht dein Bruder. Ich verstehe natürlich, wie es gemeint ist, aber ich bin nicht dein Bruder. Hallo, liebe Deutschlernende. Heute geht es um deutsche Etikette. Was man sagt und was man nicht sagt. Ja, viele Leute, und das ist vollkommen verständlich, übersetzen wörtlich, was sie in ihrer eigenen Sprache sagen würden. Aber manche Redewendungen sind im Deutschen nicht üblich. Es gibt manche Länder, da sagt man Bruder, wenn man jemanden mag oder wenn man jemanden Respekt zeigen möchte, ja, dann sagt man, hey, mein Bruder. Ja, damit zeigt man Zuneigung. Aber im Deutschen macht man das überhaupt nicht. Ja. Das ist sehr konträr der deutschen Kultur, einander Bruder zu nennen. Höchstens in der Jugendsprache. Hey, Bruder, Digga. In der Jugendsprache sagt man verschiedene Dinge, die man vielleicht normalerweise nicht sagen würde. Ne? Aber legen wir das mal weg. Ansonsten sagt man nicht Bruder im Deutschen. Ja? Und es gibt noch weitere Beispiele, zu viele, um sie jetzt hier alle zu nennen. Aber der Punkt dieses Videos ist auch, dir bewusst zu machen, dass man im Deutschen nicht unbedingt das sagt, was man in deiner Muttersprache sagen würde. Ja? Eine der Sachen ist, die ich öfter sehe, ist, dass Leute mich Bruder nennen und ich denke mir jedes Mal, ich habe einen Bruder und du bist nicht mein Bruder. Und denn im Deutschen, wenn man im Deutschen Bruder sagt, dann meint man eigentlich fast immer nur den Verwandtschaftsgrad. Ja? Jemand, der auch ein Sohn ist oder in Klammern auch ein Sohn ist von den eigenen Eltern. Ja, das ist ein Bruder. Genau, also das ist nur ein kleiner Tipp. Und so kannst du dich mehr an die deutsche Kultur anpassen, indem du nicht Bruder sagst, sondern sagst, wir sagen eigentlich nichts stattdessen. Ja, aber es gibt... Du kannst auf andere Art und Weisen Respekt oder Zuneigung ausdrücken. Und nach der deutschen Kultur macht man das meistens sehr direkt. Ja? Wir Deutschen sind sehr direkt. Also, wenn du jemanden toll findest oder jemanden ein Kompliment zollen möchtest, ja, wenn du jemanden sagen möchtest, dass du ihn gut findest oder dass du magst, was er macht, dann sag direkt das. Ja. Aber wenn du Bruder sagst, dann schauen dich die Deutschen schräg an. Denken, was, Bruder? Ja, wie redet der? Ja. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit von manchen Ausländern, sich an die Kultur anzupassen und auch so zu sprechen wie ein Deutscher. Und um das zu machen, übersetze niemals wörtlich, sondern schaue, was die Deutschen so sagen. Okay, ich hoffe, dies war hilfreich. Ich meine, ist natürlich klar, aber ich hoffe, das war trotzdem hilfreich. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!